plant ihr eure Einsätze, befehlt, was kommen soll. Dann sollen alle stramm stehen anstatt Widerspruch, jawohl. Zögern ist nur taktisch und der Zugriff folgt, wenn's passt. Menschen werden dann schon mal robuster angefasst. Ihr wisst, wie ihr wehtut und ihr wollt auch, dass es schmerzt. Widerstand ersticken, besser wird er ausgemerzt. Niemand soll es wagen, es noch einmal zu riskieren. Abgeschreckt und eingeschüchtert, nie nochmal probieren. Einfach schlagen, einfach draufhauen, das ist bei euch doch normal. Wer die einzelnen Menschen sind, ist euch doch ganz egal. Ihr wollt doch gar nicht wissen, eh ihr eure Knüppel greift oder Menschen an den Haaren übern Boden schleift. Wie alt die sind, wie kräftig, wie mobil und wie gesund. Das zeigt euer Verhalten, tut ihr mit eurem Handeln kund. Wundert euch doch nicht, wird mit euch nicht kooperiert. Euch ist piep egal, wer mit Protestprügel riskiert. Dass ihr wissen wollt, wie einer heißt, sein Name ist. Nur um ihn anzuklagen, falsch beschuldigt, wenn ihr's wisst. Ob Eulen oder Käuze, Uhu oder Specht. Egal wie sie sich nennen, ihre Wut auf euch ist echt. Euch juckt nicht, was sie sagen und auch gar nicht, was sie wollen. Sie hören von euch nur, dass sie ihre Klappe halten sollen. Ihr Leben und ihr Lieben wird von euch nicht respektiert. Wollt nicht verstehen, dass niemand sein Zuhause gern verliert. Ihr hört auf Befehle, auf Kommandos, die man bellt. Freiwillig habt ihr euch auch zum Prügeln hingestellt. Schaltet ihr auf Zuruf das Gewissen einfach ab. Geht nicht einmal in euch, fällt ein Mensch vom Baum herab. Einfach schlagen, einfach draufhauen, das ist bei euch doch normal. Wer die einzelnen Menschen sind, ist bei euch doch egal. Menschen, die nicht wollen, dass ihr sie identifiziert, habt ihr lange vorher schon doch schon kriminalisiert. Sie machen euch nicht einfach, dass ihr Anklage erhebt. Haben ihre Fingerkuppen deshalb abgeklebt. So wie man in den Wald hineinruft, schallt es auch heraus. Biegt ihr euer Recht zurecht, dann kommt nur Unrecht raus. So habt ihr Vertrauen selber mutwillig zerstört und seid so verlogen, wenn ihr lautstark euch empört. Ob Eulen oder Käuze, Uhu oder Specht, egal wie sie sich nennen, ihre Wut auf euch ist echt. Ihr haltet es für richtig und ihr haltet es für recht und haltet es für gut und haltet es auch für gerecht. Menschen deshalb einzusperren, weil ihr sie nicht kennt, als wär ein Verbrecher, wer nicht seinen Namen nennt, dann tut ihr auch noch so, als wäre es verdienter Lohn. Steckt ihr jemanden, der sich weigert, in Isolation. Was ihr so bewirkt, tut jetzt nicht so, als wär's euch neu. Ihr verliert an Rückhalt, wer ist euch im Staat denn treu? Einfach schlagen, einfach draufhauen, das ist bei euch doch normal. Wer die einzelnen Menschen sind, ist euch doch ganz egal. Dass Menschen Angst und Sorge umtreibt, wie die Zukunft wird, nehmt ihr gar nicht ernst, behauptet, die sind nur verwirrt. Und haltet euer Nichtstun noch für gute Politik. Verfolgt die Klimaschützer noch mit eurem Terrortick. Statt dass ihr die verfolgt, die unsere Erde ruinieren.
die Erderwärmung anheizen, sich dafür nicht genieren. Die lasst ihr noch gewähren und gebt ihnen freie Hand. Habt nicht nur kein Gewissen, nein, ihr habt auch kein Verstand. Ob Eulen oder Käuze, Uhu oder Specht, egal wie sie sich nennen, ihre Wut auf euch ist echt.